Du bist Softwareentwickler, IT-Experte und fragst dich, wie komme ich direkt an Kunden ran? Wie schaffe ich das? Bis jetzt bin ich völlig abhängig immer von sogenannten Personalvermittlern und so weiter. Und da wird mir ein gewisser Rahmen vorgegeben, welche Art von Projekte ich bearbeiten darf, auf welche Art und Weise ich diese bearbeiten darf. Stundensätze oder Tagessätze, meistens Stundensätze, sind mehr oder weniger vorgegeben. Da gibt es so eine gläserne Decke, ja, unausgesprochenes Gesetz. Alles, was über 100 € Stundensatz ist, ist quasi, wird nicht bezahlt. Ja, da gibt es dann sozusagen, wird dann geleveraged. Also das heißt, du wirst dann geleveraged oder gebenchmarkt gegenüber dem Interessentenpool, der da sozusagen sonst noch vorherrscht. Das heißt, du musst dir Gedanken machen und deswegen schaust du auch dieses Video. Wie kommst du direkt in Kundenkontakt? Also direkt mit deiner Zielgruppe, falls dir die bewusst ist, falls du dir zum Beispiel auch grundsätzlich nochmal Gedanken machen möchtest, zu deiner Zielgruppe, diese definierst oder noch gar nicht mal definierst hast, sondern grundsätzlich, das ist schon mal der erste Punkt, Zielgruppendefinition, ja. Dass du letztendlich bis jetzt immer nur letztendlich das abgearbeitet hast, was dir ein Headhunter vorgegeben hat, sozusagen. Ja? Und die kann man ein bisschen ausrichten, wenn ich da mal näher laufe. Und das ist natürlich, das ändert sich dann. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo du direkt über einen Experten wie mich zum Beispiel, operativ oder als auch beratend, unterstützend, an deine Kunden herantrittst, ne? An den CIO, an den Chief Digital Officer, an den Head of Digital Transformation, an den Head of IT Applications, an den Head of Project Management oder, ja. Wir haben tausende von Kontakten in meiner Datenbank. Und wenn du da mit dem dann ins Gespräch kommst, dann ist ganz wichtig, dass du vor dir hier Gedanken machst, bevor du mit denen ins Gespräch kommst, welche von diesen Leuten möchtest du denn sprechen? Ja? In der Regel gibt es da zwei große Unterschiede, über die du dir Gedanken machen solltest. Deine Branche, weil es ist wirklich ein großer Unterschied, ob du jetzt mit einem IT-Leiter sprichst, oder mit einem CIO von einem Werkzeugbauer. Ja. Was die teilweise für Anforderungen haben, das hat zum Beispiel jetzt mit der Finanzbranche wieder gar nichts zu tun. Ja. Also das hilft oder kann sehr stark helfen, wenn du also quasi dich dann irgendwie auf ein paar Nischen oder Branchen eben spezialisierst. Oder du sagst, hey, ich bin so gut dem, was ich mache, dass ich da quasi so eine Flughöhe habe von der fachlichen Entwicklerkompetenz, dass mir das eigentlich scheißegal ist. Ja, und lass die Anforderungserstellungen grundsätzlich überlasse ich die anderen Leuten, sogenannten strategischen Beratern oder irgendwelchen Auswahlberatern und so weiter, die sich dann letztendlich auf bestimmte Branchen und Nischen spezialisiert haben. Das Zweite, wo du dir unbedingt Gedanken machen musst, ist deine Positionierung. Also wenn du weißt, wen möchtest du denn haben als Kunden, dann musst du dir quasi Gedanken machen, über deine Positionierung. Mit anderen Worten, wer bist du, wo sind deine Kernkompetenzen und wie wirst du von der Außenwelt wahrgenommen? Das sind ja immer noch mal zwei Paar Stiefel. Ja? Der du glaubst zu sein, beziehungsweise der du weißt, dass du bist, ja? Und die Art und Weise, wie du von außen wahrgenommen wirst. Und das geht letztendlich auch nur über Praxis. Ja? Also, indem du dir erstmal Expertenmeinung einholst von jemandem so wie mich, ja. Und zum Zweiten noch viel wichtiger, indem du einfach mit möglichst vielen potenziellen Kunden ins Gespräch kommst und dort dir einfach iterativ ganz viele Feedbacks in Echtzeit einholst. Ja, und das ist sozusagen der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist letztendlich dann, dass du dir Gedanken machst, ja, wie ist denn das Fulfillment, ja? Weil dein Fulfillment, die Art und Weise, wie du
sagen wir mal, vorgegebene Tickets einfach abgearbeitet hast, bis jetzt vielleicht, über Personalvermittler, die Jobs, die du da hattest, das war halt relativ 0815. Ja? Die wurde einfach wirklich bis zum letzten i-Tüpfelchen vorgegeben, wie du irgendwelche Programmieraufgaben zu erfüllen hast. Jetzt bist du frei und wie es eben so ist, mit Freiheit kommt auch gleichzeitig mehr Verantwortung. Ja? Du bist also jetzt eigenverantwortlich dafür zuständig, wie du deine Ergebnisse produzierst. Ja? Also das heißt, du bist da teilweise sogar sehr frei, dass du sagen kannst, ich fulfille jetzt einfach das in irgendeinem Container, na? Ich programmiere da die Lösung rein und dann gebe ich das ab und dafür lasse ich mir Summe X bezahlen und das muss aber dann auch passen, ja, in das Gesamtsystem, welches beim Kunden bereits vorherrscht. Ja? Oder ich verkaufe mich generell in ein Team hinein und so nahtlos integriere ich mich da, vielleicht sogar vor Ort. Ja, ich möchte sogar gern verreisen. Also wie sieht dein Fulfillment aus? Ja, also location-mäßig, sowohl als auch der Art der Bezahlung, ja, also Projekt quasi containerbasiert oder eben pro Tagessatz, hat beides Vor- und Nachteile. Es gibt nicht dieses eine ist besser wie das andere. So generalisiert und pauschalisiert. Ich habe jahrelang mit IT-Dienstleistern zusammengearbeitet, mit mehreren hundert Mitarbeitern, da wo sie generell Pauschalbeträge, also projektbasierte Bezahlung, immer abgewiesen haben, weil sie einfach das Risiko nicht eingehen wollten, da drauf zu zahlen, weil einfach große Projekte immer wesentlich länger dauern als, also und zwar teilweise wirklich wesentlich länger dauern als vorhergesehen. Also ich habe Fälle erlebt, wo allein die Erstellung des Anforderungspflichtenheftes, also des Anforderungskatalogs, ja, auf 3 Monate angesetzt waren und hat das Ganze 9 Monate gedauert. Ja. Die Auswahl eines Systems war auf 3 Monate angesetzt. Das Ganze hat ein Jahr gedauert. Ja. Also, und genauso war es dann auch in der Umsetzung. Ja. Man dachte, innerhalb von 3 Monaten hat man den ersten Proof of Concept, den ersten Minimum Viable Product, ja, sozusagen MVP. Und dann hat das Ganze aber 6 Monate gedauert, doppelt so lang. Ja, wenn du quasi dir einen Pauschalbetrag bezahlen lässt für 3 Monate, dann denkst du dir, cool, ja, dann, und es dauert aber doppelt so lang, ist deine Bezahlung noch halb so groß. Also, desto größer und komplexer das Ganze wird in der Softwarewelt, desto mehr würdest du eigentlich darauf bestehen, dass du per Tagessatz, also per Zeit bezahlt wirst. Also per Zeit bezahlt zu werden, ist das eigentliche Modell da draußen in der Softwareentwicklerwelt. Ja, also ich weiß, es gibt so Coaching-Programme, die da genau so theoretische Theorien irgendwie verbreiten und so. Ja, also weg von Zeit für Geld. Ja, das ist das höchste Gebot. Und so mit so pauschalen Aussagen wäre ich da mal sehr, sehr vorsichtig. Ja? Also um sozusagen an Seriosität meines Coachings, was ich da so praktiziere, nicht zu verlieren. Ja, soweit, so gut. Das sind so die Tipps, die ich dir hier mal so mitgegeben habe. Wenn du weitere Fragen hast, hol dir einfach einen Termin bei mir und dann stehe ich dir zur Verfügung. Bis auf Weiteres, dein Thomas Klein. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, beziehungsweise abonniere meinen Kanal, Daumen hoch. Und hau irgendwas in die Kommentare rein, wenn du irgendwelche Fragen hast und so weiter, wenn du auf YouTube bist, zufällig gerade. Und bis dann, dein Thomas Klein und viel Spaß. Happy Hunting.